Die Corona-Lage in Österreich spitzt sich wieder zu. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur ZIP2. Rote Welle nach Salzburg sind heute auch Niederösterreich und Oberösterreich als Corona-Hochrisikogebiet eingestuft worden. Welche Konsequenzen das jetzt hat? Anfang und Ende. Erster EU-Gipfel für Bundeskanzler Schallenberg. Angela Merkel nimmt Abschied. Inhaltlich ist der Gipfel vom Rechtsstreit mit Polen geprägt. Live zu Gast im Studio ist erstmals der neue Außenminister Michael Lienhardt. Umfrage tief. Nach den Turbulenzen der vergangenen Wochen schauen wir uns an, welchen Meinungsumfragen man trauen kann und welchen nicht. Nein, die Pandemie ist nicht vorbei, auch wenn wir Ihnen von Herzen gerne etwas anderes berichten würden. Das gilt für Österreich, aber auch für andere Länder Europas. Am dramatischsten ist die Situation derzeit in Lettland und in Litauen. Da hat sich die Lage binnen kürzester Zeit zugespitzt. Auch Rumänien ist derzeit schwer getroffen. Dort wurden innerhalb eines Tages 574 Todesfälle gemeldet. Ganz anders die Situation dort, wo die Pandemie zu Beginn ähnlich dramatische Ausmaße erreicht hat. Italien und Spanien liegen derzeit ganz am Ende, am unteren Ende der europäischen Skala. Dazwischen, aber im stark steigenden Bereich, finden wir Österreich. Nach gestern fast 4000 Fällen sind heute abermals 3648 Neuinfektionen gemeldet worden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt mittlerweile bei 2700. Und das führt zu einem Farbwechsel auf der Karte des Corona-Konsortiums. Nach Salzburg sind heute auch Niederösterreich und Oberösterreich als Hochrisikogebiet eingestuft worden. Tirol, Vorarlberg und Wien sind wie die Steiermark und Kärnten nun orange. Nur das Burgenland bleibt gelb. Und was heißt das jetzt? Christian Hoffmann hat die Antwort. Wien ist anders und bleibt anders. Die Bundeshauptstadt nimmt es mit den Corona-Maßnahmen deutlich strenger und hält auch daran fest. FFP2-Maskenpflicht im Handel und in Öffis, auch in der Nachtgastronomie und bei großen Veranstaltungen, bleibt die 2G-Regel. Geimpft und oder genesen. Die aktuelle Situation in Wien bezeichnet der Bürgermeister wörtlich als günstig. Weil die Maßnahmen, die wir gesetzt haben, mit ein Grund sind, dass wir hier in einer stabileren Situation sind als andere Teile Österreichs. Vor einigen Wochen hat Wien die Zügel angezogen. Das hat Wirkung gezeigt. Die Kurve hat sich eingependelt, wenn auch auf relativ hohem Niveau. Oberösterreich hat Mitte September diese Notbremse nicht gezogen, keine strengeren Maßnahmen verhängt. Der Wert liegt mittlerweile doppelt so hoch wie in Wien. Daher braucht es auch nach wie vor Maßnahmen, leider. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass trotz dieser hohen Zahlen, vor allem im Vergleich zum letzten Herbst, der Bedarf an Spital- und insbesondere Intensivbetten Gott sei Dank nicht mehr so hoch ist. An strengere Regeln denkt das alte, neue Regierungsteam aus ÖVP und FPÖ nicht. Der Vergleich Wien-Oberösterreich zeigt jedenfalls, wie sehr die Politik Einfluss auf das Infektionsgeschehen nehmen kann, so die Epidemiologin. Trotzdem, wenn ein Vertrauenspolitiker etwas empfiehlt, dann glaube ich, horchen viele Menschen darauf. Das läuft in der Wiener Stadtregierung, glaube ich, sehr gut. Und Oberösterreich hat genau bei den jungen Menschen, also ich spreche hier 25 bis 35, 45, große Unterschiede im Vergleich zu Wien. Also da spreche ich von 10-15% weniger geimpft in Oberösterreich. 55% versus 70%. Ihnen reicht's. Die niedrige Impfquote in Oberösterreich treibt heute das Krankenhauspersonal auf die Barrikaden. Wenn die Impfquote jetzt nicht weiter steigt, wird uns erwarten, dass wir wieder so einen Winter haben wie dem, was wir die letzten zwei gehabt haben. Und das ist einfach für uns nicht mehr machbar. Und jede chronische Belastung führt einmal dann zum Burnout. Das wissen alle. Und so weit sind wir eigentlich schon. Die Intensivstationen füllen sich wieder. Die Ausgangslage mit Blick Richtung Winter ist keine gute. Schernhammer plädiert bundesweit für das Wiener Modell. Sicherlich ein logischer Schritt, der leicht durchzuführen ist. Wir kennen ja das alles schon und relativ schmerzfrei für die meisten Bürger. Und das würde ich für sinnvoll halten, ja. Dabei zuschauen, das geht auch nicht mehr. Bundeskanzler Schallenberg lädt die Länderchefs morgen zu Gesprächen. Und eines ist wohl schon fix, um Lockerungen wird es dabei nicht gehen.
Lockerungen wird es nicht geben, haben wir gehört. Schon jetzt ist fix, wo es Verschärfungen geben wird, nämlich im Bezirk Melk in Niederösterreich. Dort gelten ab Samstag Ausreisekontrollen. Den Bezirk darf man dann also nur mit 3G-Nachweis verlassen. Die EU-weit steigenden Infektionszahlen sind heute auch Thema beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs und Chefinnen in Brüssel, dem ersten, an dem Alexander Schallenberg als Bundeskanzler teilnimmt. Überlagert wird der Gipfel aber vom Rechtsstreit mit Polen. Dort wird ja per höchstgerichtlicher Entscheidung in Frage gestellt, dass europäisches Recht Vorrang vor nationalem Recht hat, also ein Grundpfeiler der EU. Eine Vermittlerrolle in diesem Konflikt hat Deutschlands Bundeskanzlerin Merkel auf ihrem 107. und vermutlich letzten Gipfel, über den Raffaella Scheidreiter aus Brüssel berichtet. Die belgische Zeitung Le Soir fasst die Gipfelstimmung in eine Karikatur. Angela Merkel, die nach 16 Jahren Kanzlerschaft nur mehr an Urlaub denkt. Ratspräsident Michel, der sie um eine letzte gute Idee anfleht, um den Streit mit Polen zu lösen. Und von rechts ein Bitte-Mutti von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Humor in einem Konflikt, der an die Substanz der EU geht. Die gefragte Vermittlerin beschreibt ein tiefer liegendes Problem. Das ist die Frage, wie stellen sich die einzelnen Mitglieder die Europäische Union vor? Ist es die Ever Closer Union auf der einen Seite oder ist es mehr Nationalstaatlichkeit? Und das ist sicherlich nicht nur ein Thema zwischen Polen und der Europäischen Union, sondern das wird auch in anderen Mitgliedstaaten diskutiert. Merkel mit Wurzeln in Ostdeutschland fühlt sich Polen verpflichtet. Sie will ihr Nachbarland im Kreis der 27 nicht völlig isolieren. Sie drängt auf mehr Dialog und weniger Strafen. Doch Polens Regierungschef macht es ihr nicht leicht. Mateusz Morawiecki zeigt sich unnachgiebig. Die EU habe sich in polnische Justizfragen nicht einzumischen und erpressen lasse er sich schon gar nicht. Er meint damit die Corona-Hilfsmilliarden für Polen. Viele in der Runde wollen sie erst freigeben, wenn Polen sich wieder voll und ganz zu EU-Recht und EU-Regeln bekennt. Das alles ist nicht nur eine Angelegenheit von Polen, sondern von uns allen. Unsere Firmen und Bürger vertrauen darauf, dass überall in der EU gleiches Recht gilt. Morawieckis einziger Verbündeter in der Runde, wenig überraschend, Ungarns Viktor Orbán, der selbst an seiner Definition von Rechtsstaat schreibt. Polen, das beste Land in Europa. Es finanziell bestrafen? Lächerlich. Orbán spricht von einer Hexenjagd. Er und Morawiecki revanchieren sich für den Druck der anderen. Sie kündigen Widerstand an gegen EU-Klimavorhaben. Die Fronten sind verhärtet. Kritiker werfen Angela Merkel vor, jahrelang zugesehen zu haben, wie Regierungen in Polen und Ungarn den Rechtsstaat abbauen. Umso mehr versucht sie wohl bei ihrem letzten EU-Gipfel die Konfrontation zu entschärfen und ihrem Ruf noch einmal gerecht zu werden, nämlich auf Augenhöhe vermitteln zu können. Gefragt sind windungsreiche Schritte raus aus der Sackgasse. Eine endgültige Lösung erwartet heute Abend niemand. Und der Neue in der Runde steckt seine Position ab. Es kann auf jeden Fall auf meiner Seite kein Werte-Rosinen-Picken geben. Also beim einen Mal hat man das gerne, weil es gerade einem passt. Und das nächste Mal sagt man, nein, meine nationale Verfassung hat Vorrang. Und ich glaube, Polen muss die finanzielle Drohkulisse, die da ist, sehr ernst nehmen. Eine Drohkulisse bei Schallenbergs Premiere und Merkels letzter Vorstellung auf der EU-Bühne. Etwas mehr als zwei Monate sind vergangen, seit die radikal-islamischen Taliban die Macht in Afghanistan wieder übernommen haben. Die meisten militärisch schlagkräftigen Gegner sind ins Exil ins Ausland geflohen. Die Lage im Land bleibt aber trotzdem verheerend. Die Armut ist groß, die Sicherheitslage schlecht. Kriminelle treiben ihr Unwesen und es gibt immer wieder Anschläge von Ablegern der Terrorgruppe IS, die mit den Taliban verfeindet sind. Tausende Menschen wollen ins Ausland fliehen. Aber das wird immer schwieriger, wie Andreas Mitschitz im folgenden Beitrag zeigt. Wenn auf dem Friedhof viele junge Menschen beerdigt sind, ist das kein gutes Zeichen. In diesen Gräbern liegen Hazara, eine schiitische Minderheit in Afghanistan. Ihre Verfolgung hat sich unter den Taliban noch verschärft. Ein Besuch in einer Moschee kann für einen Hazara tödlich sein. Ich habe meinen jüngeren Bruder bei einem Selbstmordanschlag verloren, sagt er. Es bricht uns noch immer das Herz und ich habe Angst, dass es auch mich erwischt.
Afghanistan 2 Monate nach der Machtübernahme der Taliban. Wie geht es dem Land nach diesen dramatischen Momenten im August? Experten sehen noch kein einheitliches Bild. Es ist sicherlich den Taliban gelungen, ihre Macht fürs Erste zu konsolidieren. Wir haben allerdings in einigen Teilen des Landes Zusammenstöße zwischen den Taliban und den Kämpfern des Islamischen Staates. Also es ist sicherlich noch nicht von einer Befriedung des Landes zu sprechen. Die Taliban jedenfalls suchen Anschluss an die internationale Gemeinschaft. Erst gestern wieder bei Verhandlungen in Moskau. Darf man reden mit den radikalen Islamisten? Auf der einen Seite haben wir natürlich das gemeinsame Interesse seitens des Westens, eine humanitäre Katastrophe in Afghanistan zu verhindern. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch bestimmte Zugeständnisse seitens der Taliban, vor allem eine Beteiligung der verschiedenen Minderheiten im Land, aber auch von Frauen. Hier scheinen die Taliban nur sehr eingeschränkt zu Zugeständnissen bereit zu sein. Wie den Winter überleben, das ist für viele die Hauptsorge. In Afghanistan wird es empfindlich kalt, Holz können sich die wenigsten leisten. Die Preise steigen, auch Lebensmittel, unerschwinglich. Die UNO hat Alarm geschlagen, Mitte nächsten Jahres könnten 97% der Bevölkerung in Armut leben. Es gibt Probleme bei der Versorgung der Bevölkerung, es können keine Gehälter bezahlt werden. Also es zeichnet sich ja, glaube ich, eine sehr dramatische Situation ab. Das wird man auch in Zusammenarbeit mit den Nachbarn regeln müssen, weil wenn es zu größeren Flüchtlingsströmen kommt aus Afghanistan, werden diese natürlich zuerst nach Pakistan oder in den Iran gehen. Man solle die Taliban an ihren Taten messen, hat Kanzler Schallenberg vor Wochen noch als Außenminister gemeint. Mittlerweile haben viele Mädchenschulen zusperren müssen. Es gibt Übergriffe auf Minderheiten. Menschenrechte haben überhaupt einen schweren Stand in Afghanistan. 40 Jahre Krieg und Chaos haben Spuren hinterlassen. Ein Spital für Minenopfer. Mit etwas Hilfe widerstehen können. Kleine Freuden. Mehr ist nicht drin für die Menschen in Afghanistan. Die Lage in Afghanistan wird ihn ebenso beschäftigen wie die aktuelle Situation in Österreich im Ausland zu erklären. Zum ersten Mal ist der neue Außenminister Michael Lienhardt zu Gast im Studio. Guten Abend. Guten Abend. Herr Außenminister, bevor wir zu den Themen kommen, die Sie am meisten beschäftigen, die außenpolitischen Themen also, würden wir Sie gerne noch ein bisschen kennenlernen. Sie haben den früheren Bundeskanzler und damals Außenminister Wolfgang Schüssel außenpolitisch beraten. Sie waren Generalsekretär unter Außenminister Kurz. Sind Sie ein Schwarzer oder sind Sie ein Türkiser? Ich halte von dieser Farbenlehre eigentlich nicht sehr viel, weil ich eben für die verschiedensten Parteiobmann innerhalb der ÖVP gearbeitet habe. Die ÖVP war auch immer meine Heimat, die meinen Werten auch entspricht. Und ich habe auch für Sebastian Kurz dann gearbeitet. Auch die ÖVP ist eine Partei, die sich entwickelt. Und daher sage ich, ich bin sowohl als auch, das ist die Partei, aber die mich auch ernannt hat. Der Bundesparteiobmann hat ja diese Farbenlehre eingeführt, von der Sie jetzt sagen, können Sie nicht so viel damit anfangen. Er wollte diese türkise Farbe haben und er nennt die Partei die neue Volkspartei. Sie kommen aus der alten Volkspartei, sind Sie in der neuen quasi angekommen? Nein, ich habe für die Volkspartei immer gearbeitet, für Österreich in erster Linie gearbeitet natürlich, aber habe mich dort immer beheimatet gefühlt. Und wie gesagt, die Partei macht auch eine Entwicklung. Das bringt die Zeit mit sich, das bringt die verschiedenen Anliegen, die Interessen, die wir haben. Und ich arbeite jetzt für eine Regierung, wo der Parteiobmann Sebastian Kurz heißt. Übernommen haben Sie dieses Amt nach einer existenziellen Krise dieser Bundesregierung. Wenn Sie als Außenminister gefragt werden, und davon ist auszugehen, bei der internationalen Berichterstattung, bei dem Licht, das auf Österreich fällt, was da eigentlich los ist in dem Land, was antworten Sie denn da diplomatisch oder weniger diplomatisch auch? Also wissen Sie, was ich erlebt habe, auch wie ich jetzt noch in Paris zuletzt war, war, dass über diese Turbulenzen hier auch berichtet worden sind. Es hat auch die verschiedenen Kommentare gegeben. Aber was ich antworte, ist, dass wir ein tief europäisch verwurzeltes Land sind, mit Grundwerten, europäisch eben orientiert, und dass wir Kontinuität haben. Und wir wollen jetzt arbeiten und Österreich in der Europäischen Union und international gut vertreten. Der Bundeskanzler hat ja in seiner Antrittsrede gesagt, er halte die Vorwürfe gegen Sebastian Kurz für falsch. Würden Sie auch so weit gehen?
die Vorwürfe, also ich würde das so sagen, ich kenne Sebastian Kurz sehr, sehr gut. Ich habe lange mit ihm zusammengearbeitet als Generalsekretär. Ich habe ihn kennengelernt als eine vertrauenswürdige Person, als ein Mann, der zu seinem Wort steht. Und er hat gesagt, dass er all diese Vorwürfe lückenlos aufklären wird. Ich vertraue ihm, genauso wie ich auch der Justiz vertraue. Aber quantifizieren werden Sie diese Vorwürfe jetzt also nicht? Sicherlich nicht. Sie arbeiten ja in einem spannenden Dreieck. Sie sind Außenminister, Ihr Bundeskanzler, der österreichische Bundeskanzler war Außenminister, auch der Bundesparteiobmann war Außenminister. Wer bestimmt denn jetzt eigentlich die außenpolitische Linie Österreichs? Ich bin in einer Regierung, wir haben ein Regierungsprogramm. Und wir haben ein Regierungsprogramm, das wir umsetzen wollen. Und ich bin hier der Außenminister. Ich berate sozusagen auch die Bundesregierung. Aber ich glaube, gerade für ein Land wie Österreich, für ein mittelgroßes Land, ist es gut, wenn man gemeinsam Außenpolitik macht, wenn ich das mit dem Bundeskanzler, mit seiner Erfahrung auch machen kann, auf verschiedensten Ebenen. Ich glaube, da arbeiten wir ganz eng zusammen und das ist wichtig. Aber das letzte Wort hat der Bundeskanzler, nicht der Bundesparteiobmann. Ich bin in der Regierung und vom Bundeskanzler Schallenberg. Mit ihm arbeite ich zusammen. In Deutschland wird seit heute über die künftige neue deutsche Bundesregierung beraten. Sebastian Kurz hat noch im deutschen Wahlkampf Armin Laschet, den CDU-Spitzenkandidaten, getroffen. Er hat seine Präferenz natürlich für die CDU durchblicken lassen. Kein Wunder, ist ja eine Parteienfamilie. Er hat allerdings danach auf Twitter geschrieben, Europa kann sich keinen Totalausfall Deutschlands leisten. Würde eine SPD-geführte Bundesregierung, ein Bundeskanzler Olaf Scholz, Ihrer Meinung nach zu einem Totalausfall Deutschlands führen? Also das glaube ich sicher nicht. Ich glaube, so ist das auch nicht gemeint. Wir haben mit Deutschland ein ganz wichtiges Land in der Europäischen Union. Ein Land, das immer eine Art Motor war in der Europäischen Union und die Europäische Union auch immer vorantreiben möchte, also einsteht für dieses Europa, für ein starkes Europa. Und ich gehe davon aus, dass das auch die neue Bundesregierung machen wird. Wir werden sehen, wer dort dann tatsächlich Bundeskanzler ist und dann vor allem auch Außenminister oder Außenministerin. Und ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit dem zukünftigen Außenminister oder Außenministerin. Noch ist die Angela Merkel Bundeskanzlerin. Wir haben es vorhin im Beitrag gesehen, beim laufenden Gipfel gibt es eben jetzt diesen Konflikt mit Polen. Nun sind Sie nicht nur Außenminister, Sie sind auch promovierter Jurist. Wie soll man Ihrer Meinung nach mit einem Mitgliedstaat umgehen, der sagt, also ich sehe das eigentlich nicht ein, dass europäisches Recht vor nationalem Recht steht, also eigentlich ein Grundpfeiler der Europäischen Union. Was soll man da tun? Ich glaube, Bundeskanzler Schallenberg hat es schon sehr klar gesagt. Für uns sind die europäischen Grundwerte unverhandelbar. Ich glaube, da muss man eine sehr klare Sprache sprechen, das muss man klar zum Ausdruck bringen. Was mir aber auch ein Anliegen gleichzeitig ist, dass wir Europa nicht in Gute und in Böse kategorisieren. Ich glaube, wir müssen alle in einem Dialog treten, wir müssen miteinander sprechen, wir müssen die Grundwerte klar vertreten, die Inhalte klar vertreten. Wir müssen aber, wenn alle Stricke reißen, dann auch die entsprechenden Maßnahmen treffen. Und eine solche Maßnahme wäre die Corona-Hilfszahlungen aus dem großen EU-Topf, wie Kommissionspräsidentin von der Leyen angeregt hat, zu sistieren, nicht auszuzahlen. Das steht jetzt einmal im Raum, das ist eine Drohung und ich glaube, diese Drohung muss auch wirklich ernst genommen werden. Aber wie gesagt, mir geht es auch darum, dass wir diese Stricke nicht reißen lassen. Und ich glaube, da ist noch viel Potenzial drinnen, dass wir daran arbeiten, weil gerade Polen hat auch eine zutiefst europäische Bevölkerung und auch die, an die müssen wir denken, mit denen müssen wir auch zusammenarbeiten. Kommen wir zu Afghanistan. Ihr Vorgänger, der heutige Bundeskanzler, haben wir vorhin im Beitrag gesagt, hat im August gesagt, man solle die Taliban in ihren Taten messen. Sie kennen die Region, Sie wissen, wie labil die Situation ist. Nach allem, was wir vorhin im Beitrag gesehen haben, wenn Sie denn nun die Taliban an ihren Taten messen, zu welchem Schluss kommen Sie da als österreichischer Außenminister? Also wir haben mit unseren Partnern in der Europäischen Union sehr klare Spielregeln aufgestellt, wie wir mit den Taliban umgehen. Da gibt es einen Katalog von Maßnahmen, die wir einfordern.
zum Beispiel also eine inklusive Regierung, zum Beispiel Frauenrechte, die beachtet werden müssen und so weiter. Das ist das, was wir verlangen. Wir sehen im Moment, dass leider wir weit davon entfernt sind mit diesen Machthabern, die jetzt dort sind. Uns geht es jetzt vor allem darum, dass wir den Menschen, die dort vor Ort sind, auch helfen. Da gibt es Möglichkeiten. Wir haben ein humanitäres Paket geschnürt, 20 Millionen Euro, das größte, glaube ich, das je geschnürt worden ist. Und da arbeiten wir vor allem mit internationalen Organisationen zusammen, wie das UN-Flüchtlingswerk, wie die Frauenorganisation UN Women, IKRK und die Welternährungsorganisation. Wenn wir jetzt gehört haben, was im Beitrag gesagt wurde, 97% der Bevölkerung in Afghanistan sind wohl im Winter von Armut bedroht, dann ist das schon spektakulär. Und da muss man sagen, Geld alleine reicht nicht. Es muss offensichtlich entweder mehr Geld oder Geld alleine reicht nicht. Der Bundespräsident hat im Sommer von einer rechtlichen, moralischen und politischen Verantwortung gesprochen, Menschen zu helfen. Sie waren in Frankreich, als die Krise ausgebrochen ist. Präsident Macron hat gesagt, wir werden selbstverständlich Menschen aufnehmen. Sind Sie bei dieser Zero-Politik geblieben? Sind Sie der Meinung, wir haben keinen Platz für auch nicht ein paar hundert Frauen etwa, die für Rechte kämpfen? Ich glaube, es geht hier vor allem darum, dass wir den Menschen vor Ort jetzt rasch helfen. Wir werden aber auch noch mehr mit den Transitländern auch sprechen müssen, mit den umliegenden Ländern. Und es ist ja auch nicht so, dass wir keine afghanischen Flüchtlinge aufgenommen haben. Wir haben 44.000 Flüchtlinge, afghanische Flüchtlinge. In der Vergangenheit, aber es geht ja um jetzt. Haben wir in Österreich. Auch da haben wir gezeigt, dass wir Verantwortung haben. Und in der Vergangenheit, wenn man in die Geschichte schaut, haben wir auch da unsere Verantwortung immer getragen. Zum Beispiel in der Ungarn-Krise, zum Beispiel in der Tschechen-Krise oder in der Jugoslawien-Krise. Da haben wir als Nachbarn auch unsere Verantwortung wahrgenommen. Aber würden Sie sagen, wir haben so viel Verantwortung wahrgenommen, dass wir keine mehr wahrnehmen können darüber hinaus? Wissen Sie, ich war in vielen dieser Länder und habe immer wieder gemerkt und mit den Leuten gesprochen, die Leute wollen vor allem in ihrer Heimat leben, die wollen dort ihre Arbeit haben, die wollen dort Wohlstand haben und uns geht es darum, dass man eben die Krise dort bewältigt, dass man den Menschen dann vor Ort hilft, um sie nicht irgendwo auf den Weg zu, damit sie sich nicht auf den Weg begeben und vor allem in die Hände von Schlepperbanden begeben müssen. Das Argument des heutigen Bundeskanzlers, warum man keine Menschen aufnehmen sollte, war, man solle keine falschen Signale aussenden. Kann man aus Ihrer Meinung nach falsche Signale aussenden, wenn man Menschen Asyl gewährt und ihnen hilft? Das Signal, das wir aussenden wollen, ist, dass wir den Menschen helfen wollen. Wir wollen ihnen aber vor allem vor Ort helfen und wir wollen noch stärker in Verantwortung ziehen, die Nachbarländer, die Transitländer, auch die haben eine Verantwortung zu tragen. Ich selbst werde meine nächste Reise nach Doha machen, weil Doha hier eine ganz eminent wichtige Rolle spielt und in weiterer Folge noch Anfang November nach Zentralasien, in die Nachbarländer Afghanistans. Werden wir sehen, was Sie uns dann berichten. Vielen Dank, Herr Außenminister, für Ihren ersten Besuch bei uns. Danke für die Einladung. Danke. Und wir kommen zurück nach Österreich und den Themen, die hier seit gut zwei Wochen das Land auf Trab halten, etwa die Meinungsforschung. Im Zusammenhang mit den berühmten Chats von Thomas Schmidt haben wir ja schon mehrfach darüber berichtet. Heute wurde bekannt, dass der Branchenverband das renommierte Meinungsforschungsinstitut OGM ausgeschlossen hat, weil es entgegen der Regeln Umfragen nur online durchgeführt hat. Was kann man wem jetzt eigentlich noch glauben? Peter Papuzki und Yilmaz Gülüm haben sich auf die Suche nach Antworten gemacht. Sie sind ein begehrtes Instrument der Politik. Einerseits, um sich ein Bild über die Stimmung in der Bevölkerung zu machen und andererseits, um die eigene Position abzusichern. Heute geht die ÖVP in die Offensive. Manche Umfragen hätten in der Vergangenheit verdächtige Ergebnisse zugunsten der SPÖ geliefert. Bei sich selbst will man nach wie vor keine Verfehlungen sehen. Ich kann bis heute nicht erkennen, wieso der jetzige Klubobmann, vormalige Bundeskanzler Sebastian Kurz, Umfragen hätte schönen müssen. Es war vollkommen klar in der ÖVP, dass er der Mann sein wird, der zukünftig die ÖVP führen wird. Augen zu und durch ist da offenbar das Motto. Denn die von der Justiz sichergestellten Chats belegen, dass der spätere Pressesprecher von Bundeskanzler Kurz Umfragen gedreht hat. Und nur für dich, Zahlen sind in Schwankungsbreite frisiert. Tüchtig.
wir schneiden schlechter ab als SPÖ. Da habe ich umgedreht. Plumpes Fälschen ist das eine. Eine andere Sache ist die Qualität von Umfragen. Der Verband der Meinungsforscher hat heute das Institut OGM unter der Leitung von Wolfgang Bachmeier ausgeschlossen, weil dieser zuletzt bei einer Sonntagsfrage auf reine Online-Befragungen gesetzt hat. Bachmeier selbst sieht das als methodisch sauber. Die Branche versucht aber mit strengeren Qualitätskriterien ihr angekratztes Image aufzupolieren. Peter Hayek, Mitglied im Verband, sieht kein grundsätzliches Problem unter den Meinungsforschern. Wir haben auf der einen Seite einen Kriminalfall, der mit der Branche sich wenig zu tun hat, weil gedreht wird, möglicherweise in vielen oder in anderen Branchen. Und auf der anderen Seite haben wir ein Thema von Einhaltung von besprochenen Kriterien und einer möglichen Methodendiskussion. Aber im Großen und Ganzen sehe ich kein rasendes Problem auf uns zukommen. Der Politikwissenschaftler stellt den meisten Meinungsforschungsinstituten ein gutes Zeugnis aus. Der Wille zur Transparenz sollte aber stärker sein. Wie wurden die Fragen gestellt? Wie genau waren die Antworten verteilt? Wie wurde danach gewichtet, damit das wirklich bevölkerungsrepräsentativ ist? Wer war der Auftraggeber? War es parteipolitisch? War es die Zeitung an sich, die im Auftrag gegeben hat? Und da gibt es relativ viel Aufholbedarf. Genau das wird nun offenbar zunehmend eingefordert, wenngleich nicht unbedingt nur von den Auftraggebern. Bei unserem ersten Projekt oder Umfrage nach eben dem Skandal, nach dem Aufplatzen des Skandals, war am Telefon die Reaktion der Befragten als allererstes die Fragestellung, wer bezahlt die Umfrage? Und das finde ich wirklich, wirklich sehr erstaunlich und ist aber auch sehr erfreulich. Die Menschen sind einfach wirklich hellhörig. Bessere Qualitätsstandards und mehr Augenmerk auf Transparenz. Wohl nicht die letzten Konsequenzen aus der Korruptionskausa. Wir machen weiter mit den Meldungen des Tages. Bei den Kollektivvertragsverhandlungen der Metaller ist heute die dritte Gesprächsrunde ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Vor allem bei den Gehaltserhöhungen liegen die Verhandler noch weit auseinander. Die Arbeitgeber bieten eine Erhöhung um rund 2%. Die Beschäftigten fordern mehr als das Doppelte und drohen nun mit Betriebsversammlungen. Die Abwicklung der Abbaugesellschaft Heter ist abgeschlossen. Mit dem Verkauf der verbliebenen Vermögensteile der 2014 zerschlagenen Hypo Alpe Adria Bank hat sie knapp 11 Milliarden Euro an Erlösen erzielt. Rechnet man die Zinszahlungen mit ein, kostet die Pleite der ehemaligen Kärntner Landesbank den Steuerzahler insgesamt rund 9 Milliarden Euro, so der Fiskalrat. Nach dem Fund einer getöteten Frau gestern Abend in Niederösterreich wird weiter nach einem 44-jährigen Polizisten gesucht. Der Verdächtige soll seine Lebensgefährtin erstickt haben. Es ist bereits der 22. Frauenmord in diesem Jahr. In Paris wurde das weltweit größte bekannte Exemplar eines Triceratops-Dinosauriers versteigert. Mehr als 6 Millionen Euro hat ein Sammler dafür bezahlt. Das Skelett ist rund 66 Millionen Jahre alt und misst ganze 8 Meter. Von allen, die über 30 dabei waren, muss ich mich schon jetzt verabschieden. Danke fürs Zusehen und liebe Grüße aus Wien. Und den ORF2 marschieren wir flott weiter zum Wetterbericht. In der Früh gab es bei Bodennebel teils tolle Wetterstimmungen. Sobald sich die Nebel lichteten, war vielerorts goldenes und strahlend sonniges Herbstwetter zu finden. Das legt nun aber eine Pause ein. Morgen wechseln dichte Wolken mit etwas Sonnenschein. Längere sonnige Phasen gibt es südlich des Alpenhauptkamms. Die meisten Schauer ziehen entlang der Nordalpen durch. Mit lebhaftem Wind wird es kühler. Am Samstag regnet es kaum noch und von Westen her setzt sich die Sonne durch. Am Sonntag überwiegt meist der Sonnenschein. Länger trüb bleiben kann es dann allerdings im Süden. In ORF2 geht es jetzt weiter mit dem Wirtschaftsmagazin ECO und mit Dieter Bornemann. In 2 Monaten, da ist ja schon wieder Weihnachten und es könnte da heuer bei den Geschenken eng werden. Wir sagen Ihnen, warum das so ist. Dann berichten wir, wer von der Steuerreform im nächsten Jahr profitiert und wer eher verlieren wird. Und wir zeigen Lehrerinnen, die ein Jahr lang in einem Unternehmen arbeiten und so Erfahrungen in der Wirtschaft sammeln, die dann den Jungen zugutekommt. Jetzt gleich nach der ZIP 2 in ECO. Danke, Dieter. Noch ein Hinweis auf die ZIP-Nacht. Wir können nicht mehr. Unter diesem Motto haben die Spitalsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute in Oberösterreich protestiert. Dazu ist dann in der ZIP-Nacht der leitende Arzt im Krisenstab des Landes, Tilman Königsweser, zu Gast um 22.50 Uhr. Von uns war es das für heute. Danke fürs Zuschauen. Im Namen des ganzen Teams einen schönen Abend noch und bis morgen hoffentlich. Gute Nacht.